Liebe Freunde des Deutschlandkuriers, mein Name ist Ulrich Siegmund. Ich heiße euch herzlich willkommen hier zum ersten Teil meiner neuen Kolumne beim Deutschlandkurier. Ich werde euch ab und zu in regelmäßigen Abständen über das informieren, was hier in diesem Land passiert, was hier teilweise auch hinter den Kulissen los ist und aktuelle politische Umstände mit euch diskutieren. Im ersten Teil möchte ich einen kleinen Bogen spannen, und zwar zwischen dem Skandal eigentlich, der hier bei uns passiert ist in Magdeburg. Man hat mich als Vorsitzender des Sozialausschusses abgewählt, zu der aktuellen Diskussion auf Bundesebene des Demokratiefördergesetzes, selbstverständlich in Anführungszeichen, weil der Inhalt ja genau das Gegenteil von einer Demokratieförderung ist. Und warum das eine vielleicht auch mit dem anderen ein wenig zusammenhängt und auf welche Zustände wir uns ja gerade in diesem Land bewegen. Man muss sich reflektieren, was ist hier passiert. Ich war ja, wie alle wissen, mit dabei auf der Kaffeerunde in Potsdam, wie sie rückblickend humorvoll bezeichnet wird. Und das ist auch der einzig richtige Umgang, dass man damit mit Humor umgeht, weil es wirklich sowas von absurd ist, wie diese ganze Diskussion hier wirklich ausgeartet ist, wie die Medienlandschaft nach wie vor völlig ungeprüfte Quellen, die im Konjunktiv formuliert sind, weiter durch die Welt treiben, weiter ausschmücken und ausländische Diplomaten in immer größerer Zahl fassungslos auf das blicken, was hier in Deutschland passiert. An diesen Zuständen hat sich ja nichts geändert. Jetzt hat man aber trotzdem immer noch diese Nummer hier missbraucht, hier bei uns im Landtag von Sachsen-Anhalt, um mich abzuwählen. Ich habe jetzt seit ungefähr 8 Jahren den Ausschuss für Soziales geleitet, neutral geleitet, ohne Angriffspunkte, weil es einfach keine gab. Und jetzt hat man genau dieses Thema missbraucht, um mich hier irgendwie politisch aus dem Weg zu räumen. Ich bin Optimist und werde Optimist bleiben, und ich sage euch ganz ehrlich, das wird mich jetzt an meiner Motivation überhaupt nicht einschränken. Ganz im Gegenteil, ich bin, sag mir ja ganz klar, jetzt erst recht, weil nach diesen Zuständen, das darf man sich einfach nicht gefallen lassen. Das hindert mich jetzt auch nicht in meiner politischen Arbeit. Das ist eine reine neutrale Position, eine Leitungsposition dieses Ausschusses. Aber dahinter, was dahinter sich verbirgt, das ist eigentlich das Skandalöse, dass man, wie gesagt, weil man keine Argumente hat, um uns inhaltlich irgendwie zu begegnen, um uns inhaltlich zu stellen, um auf das einzugehen, was wir hier die ganze Zeit argumentieren, missbraucht man jetzt nach wie vor diese ganze Nummer hier, um eine Propagandashow vorzuführen, und versucht damit auch Einzelne von uns Stück für Stück immer weiter persönlich zu diskreditieren, natürlich Hand in Hand mit der Medienlandschaft. Das hat man jetzt hier auch bei mir probiert, deswegen wurde ich abgewählt. Ich habe das erhobenen Hauptes gemacht. Die wollten ja, dass ich mich distanziere oder dass ich zurücktrete. Niemals werde ich mich auf diese moralischen Abgründe dieser Person herablassen. Auf keinen Fall. Da habe ich mich lieber abwählen lassen. Also Ehre ist für mich noch ein Begriff, den viele hier in diesem Hause schon lange, lange verloren haben. Sei es drum. Warum, habe ich vorhin gesagt, spanne ich den Bogen zum Demokratiefördergesetz? Ich glaube, das, was hier bei uns passiert ist, dass man sich nicht mit unseren Inhalten auseinandersetzt, dass man argumentativ den Inhalten nicht gewappnet ist und aber, dass man Lügenmärchen, Lügengeschichten, Verzerrungen etc. nach wie vor missbraucht, um die Opposition zu diskreditieren. Das ist hier jetzt bei meiner Abwahl deutlich geworden, aber es wird jetzt auch auf Bundesebene deutlich. Das sogenannte Demokratiefördergesetz ist ja im Prinzip sinnbildlich dafür, dass man es auf der inhaltlichen Ebene nicht mehr schafft. Ich meine, wie wird das ablaufen? Das weiß doch jeder, der klaren Verstandes ist in diesem Land. Die werden dort in Berlin sitzen, im Elfenbeinturm, werden auch ihre Umfrageergebnisse sehen, werden die Probleme in diesem Land sehen und sehen ganz klar, dass ihre Ideologie natürlich dazu führt, dass dieses Land wirtschaftlich und kulturell und sozial in den Abgrund getrieben wird. Trotzdem werden sie natürlich an ihrem Mandat festhalten wollen. Also überlegen sie sich, wie sie die Opposition hier offenbar loswerden. Und das sogenannte Gesetz da ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Jeder politische Gegner mehr oder weniger soll hier durch die Blume, durch dieses Gesetz diskreditiert werden, ausgegrenzt werden. Man möchte in Konten schauen, man möchte Reisefreiheit offenbar einschränken. Und das sind alles Zustände, in die wir uns entwickeln. Die gleichen immer mehr wirklich dunklerer Zeit unserer Geschichte in verschiedenen Epochen. Sie gleichen immer mehr Entwicklungsländern an, und das sind Zustände, die sind wirklich sehr, sehr, sehr bedenklich. Die Parallelen, wie gesagt, sind auf der Hand. In beiden Fällen hat man keine Inhalte und in beiden Fällen versucht man es mit Diskreditierung und mit wirklich demokratisch sehr, sehr zweifelhaften Methoden hier die politischen Wettbewerber aus dem Weg zu räumen. Das sind so die Gedankengänge, die wir aktuell hier haben. Wir verfolgen das mehr als kritisch. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, der Optimismus wird bei mir siegen. Und warum? Man kann sich das ja so ein bisschen wie so ein Pendel vorstellen. Es gab ja in der Vergangenheit Menschen, die haben das durchaus immer geglaubt, was ihnen der Fernseher erzählt. Und es gibt ja immer noch sehr, sehr viele, leider viel zu viele Menschen, die das machen. Aber jetzt trifft eine Situation zu, die für viele neu ist, weil in ihrer persönlichen Lebensrealität jetzt etwas ganz anderes ankommt. Die Menschen erkennen nämlich, dass das, was man ihnen im Fernseher und in der Zeitung erzählt,
sehr wenig mit dem zu tun hat, was Sie in Ihrem eigenen Lebensumfeld feststellen. Wenn Sie in der U-Bahn sitzen, wenn Sie in der Straßenbahn sitzen, wenn Sie deutsche Silvesternächte verfolgen, wenn Sie sehenden Auges durch die Innenstädte gehen oder aber auch wenn Sie in Ihr Portemonnaie schauen, wenn Sie in den Urlaub fahren wollen etc. Die Lebensrealität spricht aktuell eine andere Sprache und deswegen ist das eine Art Wachrütteln. Das Pendel offenbar ist überspannt, es schlägt zurück und der Bogen ist einfach überspannt. Das ist der Optimismus, den ich dabei habe. Für uns, für mich ist es ganz wichtig, diese Situation weiter zu nutzen, um die Menschen aufzuklären, was passiert hier in diesem Land, was sind die wirklichen Hintergründe und inwieweit passt das alles nicht zusammen, was man ihnen hier erzählt. Wir werden weiter einen Beitrag dazu leisten. Ich hoffe, jeder Einzelne, der es heute sieht, auch. Jeder kann einen Beitrag dazu leisten, indem er sein persönliches Umfeld aufklärt. Und da bin ich auch dem Deutschlandkurier sehr, sehr dankbar, dass er das mit seiner Arbeit schon viele, viele Jahre macht. Und deswegen möchte ich das gerne weiter unterstützen. Vielleicht sehen wir uns jetzt häufiger. Ich würde mich freuen und gebe mir weiter Mühe hier, trotz dieser Repressalien, unser wunderbares Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, nämlich dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Schöne Grüße aus Magdeburg, bis bald, euer Ulrich Siegmund.